ich habe die Schnauze voll, sag ich mal. Von daher ziehe ich jetzt erstmal einen kurzen Schlussstrich und sage, ich brauche jetzt diesen Abstand einfach. Im Frühjahr 2021 haben wir einen völlig zugewachsenen Kleingarten übernommen. Seitdem läuft die Kamera immer mit und wir dokumentieren alles auf YouTube. Angefangen vom Anlegen der Gemüsebeete bis hin zum Gewächshausbau. Außerdem versuchen wir über den Tellerrand unseres eigenen Schrebergartens hinauszuschauen und besuchen auch andere Gärten. Wenn dir das gefallen könnte, dann abonniere doch gerne unseren Kanal und du verpasst keines unserer Videos mehr. Ach, ja. Ich könnte jetzt überrascht tun, dass ihr auch hier seid, aber war mir ja klar. Ich bin an diesem wirklich frostig grauen Wochenende in unseren Kleingarten gekommen und wusste, so richtig viel gibt es nicht zu tun. Wisst ja, Pflanzen wachsen nicht mehr so richtig. Das heißt, einige stehen noch und da werde ich heute auch mal drauf schauen. Aber ich habe gedacht, ich muss mal was machen, worauf ihr mich in den letzten Videos hingewiesen habt, winterfest machen. Vor allem, was die ganzen Schläuche angeht. Ich packe mal ein bisschen zusammen und dann werde ich ein bisschen erzählen, was in diesem Jahr hier so im Garten lief und nicht lief. So ein bisschen Revue passieren lassen vielleicht. Aber ja, das alles und mehr seht ihr nach dem Intro. Ja, hier liegen nämlich überall noch im Garten die Schläuche rum. Wasser ist abgestellt und ich hatte es auch aus den Leitungen schon rausgelassen. Aber ja, die Schläuche hier, ich glaube, die auch so steif sind, ist nicht gerade das Beste für die. Aber vorher einfach nicht geschafft. Ich hoffe, ich kriege die hier überhaupt mal ab. Ja, doch. Das hier zum Beispiel ist ja der Schlauch, der bis zu unserer Outdoor-Küche rüber geht. Und diese Outdoor-Küche ist hier jetzt verbunden über den Schlauch. Ich folge dem mal. Treue ZuschauerInnen wissen das. Blalalala. Tup, 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 tup. Oh, naja, gut. Da geht es vielleicht auch nochmal ins Hochbeet zum Wässern. Aber normalerweise kann das bis hier in diese umgebauten IKEA-Servierwagen gehen. Hat Martin richtig schön so ein Schubs-Anschluss-Set hier gehabt. Und damit konnten wir dann im, vor allem im Sommer natürlich, schön abwaschen, nicht im dunklen Haus. Klar, wir müssen höchstwahrscheinlich mal das Holz irgendwie neu ölen, lackieren oder wie auch immer. Aber das war eine ganz gute Idee. Dafür war der Schlauch hauptsächlich gedacht und ja auch um hier hinzukommen zu diesem Hochbeet. Hier sind ja so Perlschläuche verlegt. Oh je. Muss ich die auch aus den Beeten nehmen? Ich weiß gar nicht, wenn es jetzt gefroren ist, ob ich das überhaupt hinkriege. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Genau, das mache ich jetzt einfach ein bisschen. Muss ich jetzt weiter zusammensuchen. Das ist hier alles so durchgefriemelt. Das ist ein bisschen Arbeit jetzt. Jetzt gehe ich das doch mal an und hole auch die Tropfschläuche aus den Beeten. Was hier ein bisschen schwierig ist. Hier ist zum Beispiel dieser Schneckenzaun, den wir probiert haben, der jetzt quasi schon nach einer Saison eigentlich völlig drüber, also nicht mehr funktioniert. Ich kann auch gar nicht sagen, wie gut der funktioniert oder wie gut der nicht funktioniert oder wie schlecht. Auf jeden Fall hält er nicht richtig. Und wir haben hier selbst mit irgendwelchen Stöckchen und Klebestreifen, das schmeiße ich direkt nachher auch weg, irgendwie versucht nachzubessern, aber so richtig viel hat es nicht gebracht, habe ich das Gefühl. Ja, der kann auch einfach mal weg. So. Und jetzt hole ich mal diesen schönen Tropfschlauch hier doch. Der ist aber ein bisschen flexibler als der andere. Ist auch ein anderes Material. Ja, etwas mühselig hier so. Ja, mühselig ist ein gutes Stichwort eigentlich.
Ich hatte irgendwie in diesem Jahr das Gefühl, dass es alles nicht ganz so einfach lief. Also natürlich hat man seine Erfahrung aus dem ersten Gartenjahr mitnehmen können, auch ins zweite. Und das hat mir geholfen. Also auch dank euch habe ich unheimlich viel an Wissen dazu gewonnen. Nicht nur ich, wir alle. Aber dieses Jahr war auch spannend. Also es gab da ja diverse Fernsehdrehs. Einer ja erst im September, glaube ich. Also gar nicht so lange her. Und das wird dann auch erst im Frühjahr ausgestrahlt oder sogar im Frühling. Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall nochmal sehr spannend. Und ich gebe euch natürlich auch Bescheid. Wir haben Anfragen gehabt, was Kooperation angeht, für von Firmen beispielsweise, haben da, ja, ich sag mal, bei vielerlei Sachen dankend abgelehnt, weil es nicht unser Ding war, was da angeboten werden sollte. Aber wir haben auch Sachen gemacht und dazu muss ich sagen, es hat viel Spaß gemacht, aber natürlich auch sehr, sehr viel Arbeit gemacht. Und die blieb in diesem Jahr ja doch zum Großteil auch an mir hängen. Also so grundsätzlich. Im Garten, klar, da hat Martin auch sehr, sehr viel mitgeholfen. Tim war auch ein paar Mal da. Aber was so diese Produktion unseres ganzen Contents hier angeht, und damit meine ich nicht nur YouTube, sondern auch Instagram, wo es immer so ein Auf und Ab gibt. Also im Sommer, als ich mit Tim unterwegs war zum Beispiel, haben wir richtig, richtig viel auf Instagram gemacht und es hat auch super viel Spaß gemacht. Da hatte man dann auch Content, aber wenn halt nicht so viel ist, wie jetzt zum Beispiel, ja, dann ist das natürlich auch umso schwerer einfach. Ja. Alles in allem muss ich sagen, macht mir das natürlich immer noch weiterhin super viel Spaß. Auch wenn es mal ein bisschen mühseliger ist und das auch super, super viel Arbeit macht. Ein gewisser Druck irgendwie auch immer da ist. Ja, viele von euch möchten auch einfach ihr regelmäßiges Video sehen, Montagabend oder halt später. Aber klar, da sind im Livestream mit Live-Chats sind auch ganz oft immer die gleichen da, wo ich mich super drüber freue und man sieht, man hat irgendwie auch eine Beziehung zueinander. Ja. Und wenn dann positives Feedback kommt, dann macht das natürlich auch Spaß und gerade wenn man auch mal nicht ganz so motiviert ist, dann baut einen das auch wieder auf. Und deshalb dachte ich, ist es vielleicht auch mal ganz interessant, so einen Einblick zu bekommen, wie ich dieses Jahr so empfunden habe, zumindest auch in Hinblick auf den YouTube-Kanal und nicht nur in Hinblick auf den Garten. Aber was wir Anfang dieses Jahres gemacht haben, ist hier dieses Mulchmaterial aufgegeben, Holzhäcksel. Vom Komposthof für wirklich, also sprichwörtlich, ein Apfel und ein Ei, finden wir ganz gut. Also wir sind nicht sicher, ob das vielleicht auch dazu geführt hat, dass diverse Pflanzen wie die Tomatillo gar nicht mehr gekommen sind. Aber erstmal war es ein sehr, sehr interessantes Experiment, das vielen Pflanzen hier scheinbar nicht geschadet hat. Werden wir nächstes Jahr vielleicht wieder machen? Oder nochmal ein anderes Mulchmaterial ausprobieren. Da hätte ich ja auch Bock. Nicht immer das Gleiche. Welche Mulchmaterialien würdet ihr empfehlen? Ich glaube, Marvin hatte mal so ein Kokosmulchmaterial, was aber auch relativ teuer war. Also wenn ihr Ideen habt, dann schreibt uns das doch gerne mal. Dann probieren wir auch gerne neue Sachen zum Mulchen aus. Ja klar, Abschnitte, all das kommt auch auf die... Wobei die Samen natürlich... Hier werden so viele Lauche wachsen. Hier sind ja schon ein paar nachgewachsen und ein paar ganz winzige nachgewachsen, die der Frost dann kaputt gemacht hat. Aber ja, also Mulchmaterialinfos, die hätten wir gerne weiter von euch. Was würdet ihr mal ausprobieren? Weil ich glaube im nächsten Jahr, da will ich auch mal was anderes ausprobieren. Nicht immer das Gleiche. Schwupps. Und jetzt gehen die Schläuche in unseren Schuppen. Hat sich einiges jetzt an Schläuchen hier angefunden, auch wie gesagt die Tröpfchenschläuche und ja, ihr werdet euch wundern, ich habe die jetzt nicht sehr klein
zusammengerollt. Das ging aber auch nicht, weil die bei den Temperaturen um die 0, minus 1 Grad ganz schön steif sind. Ich habe halt auch Angst, dass wenn ich die dann so doll knicke, dass es da irgendwie zu Brüchen im Gewebe kommt. Naja, hier ist schon ein bisschen was drin, wie die Schlauchboxen. Und, das ist so Kunst, ne? Speckstein-Bearbeitungsset von Martin. Hat er auch aus unserer Wohnung mitgenommen. Dann kann hier vielleicht auch mal ein bisschen Kunst entstehen. Genau, ich mache das jetzt da rein. Wie gesagt, nicht großartig gefaltet, nur die Handschuhe muss ich wieder anziehen, weil das Zeug ist saudreckig. Und dann ist es hier hoffentlich im Winter erstmal ganz gut aufgehoben. Ja, Ordnung muss sein. Oder auch nicht. Soweit erstmal. Das letzte Mal habe ich euch gefragt, was man denn in der Winterzeit großartig machen kann. Knackt ganz schön. Wenn man nicht mehr so viel im Kleingarten zu tun hat. Und da hattet ihr viele Ideen. Die erste Idee fand ich nicht verkehrt, dachte aber gleich, also wenn wir das hier machen würden, dann würden wahrscheinlich sofort NachbarInnen auf der Matte stehen. Lagerfeuer, Feuerchen. Ich glaube, da würden wir Ärger kriegen. Würden wir definitiv Ärger kriegen. Und wir wissen ja auch, ja, dass unser Vorstand auch gerne immer unsere Videos guckt. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und wir würden die Beweismittel dann ja selbst liefern. Von daher kommt das für uns eher nicht in Frage. Das heißt, ich habe letztens so eine Feuerschale gesehen, die richtig abgedeckt war. Würde sowas eigentlich gehen? Habt ihr Empfehlungen dafür? Die war aber auch ganz schön teuer. Schön beleuchten kann man natürlich die Laube dann auch weihnachtlich, wenn man das möchte. Allerdings rate ich ja in Zeiten der Energiekrise eher davon ab, Strom für sowas zu verschwenden. Was man noch machen kann ist, ich glaube, das war eine Idee von Rolf, ist Sauna. Ja, das mache ich fast jeden Tag, denn in meinem Fitnessstudio habe ich die inklusive. Und wenn nicht, dann würde ich das auch dieser Tage einfach jedem mal empfehlen, ins Bad zu gehen, in die Sauna, mal einfach sich so eine Auszeit gönnen. Spinnen, ja, manche spinnen auch, ja. Das war auch ein Hinweis, sich mit so Sachen beschäftigen, die einen so runterkommen lassen. Wie so ein Spinnrad zum Beispiel, vielleicht aber auch häkeln. Und Gartenbücher lesen, ja, das war auch eine gute Inspiration, eine gute Idee. Und deshalb frage ich euch mal, was habt ihr für Ideen oder Hinweise für Gartenbücher, die man lesen kann? Wir würden auf jeden Fall an dieser Stelle natürlich das Buch von Debo und Flo aus Hamburg empfehlen. Oder die Bücher, sage ich jetzt mal. Also die haben ja schon einiges an Büchern da. Wir verlinken einfach mal deren Blog, ein Stück Arbeit. Und da findet ihr dann die Bücher. Das sind sehr interessante Bücher, sehr anschaulich. Wir mochten die sehr gerne und bewerben die natürlich dann auch gerne freundschaftlich. Und ohne, dass wir Geld dafür bekommen. Wenn ihr noch Empfehlungen für Bücher habt, Gartenbücher voran, aber eigentlich auch alles andere, dann schreibt die auch gerne in die Kommentare. Ich glaube, da könnten sich einige drüber freuen. Ja, und natürlich ist Vorfreude was richtig Großes. Also ich freue mich schon darauf, wenn es hier im Frühjahr wieder richtig losgeht. Dann hoffentlich auch bei den anderen beiden Jungs wieder, wir richtig Action machen können hier. Ja, vorher habe ich natürlich noch meinen großen Urlaub, der hier auch erwähnt werden soll. Und noch einen kleinen. Ich bin nächste Woche auf Teneriffa. Ja, warum Teneriffa? Naja, ich liebe ja Thailand, weil es da so warm ist. Ne? Und wenn man jetzt im Dezember noch irgendwo hin will, wo es auch schön warm ist, dann sind die Kanaren wahrscheinlich einfach eine gute Wahl. Gran Canaria ist mir ein bisschen zu viel feiern. Und Teneriffa gibt es eine schöne Landschaft, schöne Natur. Und ich habe auch gesehen, einen botanischen Garten. Wenn ihr Lust darauf habt, dass ich da mal in so einen botanischen Garten gehe oder für euch die Natur erkunde, dann schreibt es auch mal in die Kommentare. Dann würde ich auch ein Video darüber machen. Da bin ich jetzt auf jeden Fall. Freue ich mich tierisch drüber, dass ich da sein kann, weil ich habe eine Auszeit jetzt auch wirklich nötig und verdient. Viel zu tun auf Arbeit und auch mit dem Umzug. Das war jetzt alles ein bisschen stressig. Ich habe die Schnauze voll, sag ich mal. Von daher ziehe ich jetzt erstmal einen kurzen Schlussstrich und sage, ich brauche jetzt diesen Abstand einfach. Aber klar, ich komme ja wieder. Bin da nur so 9 Tage ungefähr. Fliegt ihr noch in Urlaub? Wart ihr schon mal auf Teneriffa? Wenn ihr Tipps dafür habt, ja, dann
auch damit in die Kommentare, weil ich denke, wir könnten die gleichen Sachen mögen. Wenn ihr Garten und Natur mögt, dann ist es jedenfalls so. Als nächsten Schritt will ich jetzt erstmal diese Erde, die ich da aus den Pflanzsäcken hatte, nochmal in dieses Hochbeet machen, denn das ist ja ganz schön abgesunken schon und dementsprechend kann da schon ordentlich noch was rein. Und das schaufel ich jetzt schnell mal rüber. Ja, wir haben immer noch Adventszeit, also Vorweihnachtszeit, und da frage ich mich, habt ihr eigentlich einen Adventskalender? Gibt ja eine ganze Menge. Ich weiß, mein Neffe zum Beispiel, der hat einen Pokémon-Adventskalender. Mein Schwager hat einen mit Socken bekommen. Ich selbst habe keinen, weil ich hatte mir einen ausgeschaut mit so veganen Leckereien. Der war mit 50 Euro, aber echt teuer. Und apropos Adventskalender, kennt ihr eigentlich den Adventskalender der Garten-YouTuber? Es macht ja so eine Gemeinschaft schon einige Jahre und ich finde es eigentlich immer wieder spannend zu sehen, was die Leute da so verschenken oder verlosen, besser gesagt. Und man lernt auch immer wieder mehr oder weniger neue Kanäle kennen. Ich finde es eigentlich ganz spannend. Schaut ihr da mal rein? Ich verlinke euch mal, glaube ich, das erste Türchen. Dann seht ihr, was das eigentlich ist und wer da so mitmacht und dass ihr da auch eine ganze Menge gewinnen könnt. Viel Glück dabei. Und nach dem Thema Adventskalender kann man natürlich auch über Weihnachtsgeschenke sprechen. Wir haben da letztes Jahr mal ein Video zu gemacht, was denn gute Weihnachtsgeschenke für KleingärtnerInnen wären. Das Video verlinke ich euch gerne mal. Da habe ich einiges aufgeführt und was natürlich nie fehlen darf bei echten Fans unseres Kanals, das ist unser Merch. Und den Link zu unserem Online-Shop, wo ihr Cappies, T-Shirts, Tassen, alles Mögliche von unser Kleingarten bestellen könnt, den habe ich euch auch mal in die Videobeschreibung gepackt. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr da jetzt noch ganz schnell was für Weihnachten bestellt. So, und am Anfang des Videos habe ich euch ja gesagt, dass ich euch mal zeigen will, welche Pflanzen derzeit bei uns noch wachsen. Die wachsen vielleicht nicht mehr in die Höhe und in die Seite und auch die Knollen, auf die wir verrückt sind, wachsen auch nicht mehr. Aber sie sind nicht erfroren. Und deshalb zeige ich sie euch mal und möchte auch wissen, was ihr denkt. Hier, Möhren zum Beispiel. Die Möhrenblätter sind eindeutig zu erkennen als solche. Und es geht hier in 1-2 Reihen lang. Werden die im Frühjahr kommen? Also werden die im Frühjahr wieder größer, wenn Sonne und entsprechend auch Temperaturen da sind? Oder ist das vergebene Liebesmüh? Rausnehmen brauchen wir es nicht. Ja, dazwischen natürlich eine Menge anderes Grünzeug, vor allem Gräser. Warum die da so wachsen, die Gräser, und auf der Seite nicht so, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ja, und da ist auch noch Mangold drin. Hier steht auch Spinat gut. Der ist auch ein bisschen klein für die Ernte, finde ich. Aber wird auch da im Frühjahr noch mehr draus? Also haben wir da die Chance, dass der im Frühjahr uns richtig was bringt? Hier die rote Beete, da sieht man auf den ersten Blick erstmal nichts. Aber habe ich da irgendwo... Da ist eine kleine zu sehen, in der Mitte zum Beispiel. Wird die denn nächstes Jahr was? Und wer auch noch steht, ganz fleißig und hier überhaupt nicht traurig aussieht, ist der Pflücksalat zum Beispiel. Ne? Sieht auch gut aus. Also klein. Und hat sich jetzt in den letzten, würde man sagen, 3-4 Wochen auch überhaupt nicht entwickelt. Also ist nicht größer geworden oder irgendwas, auch weil es einfach mal ziemlich kalt ist. Was meint ihr? Werden wir da im Frühjahr eine große Überraschung bekommen? Kiloweise Möhren ernten? Mich würde eure Meinung auf jeden Fall interessieren. Ja, unser wunderbarer Teich ist zugefroren, nicht komplett. Es gibt hier immer so Stellen, wo noch dann da zum Beispiel, wo Sauerstoff reinkommt. Und auch dazu sind jetzt unterschiedliche Sachen geschrieben worden. Zum Beispiel, auch wenn keine Fische drin sind, dass natürlich da Lebewesen drin sind, die ersticken würden, wenn der halt zufriert. Leuchtet ein, aber was bei uns vor allem einleuchtet, ist, dass wir den die Winter zuvor ja auch nicht geschützt haben. Beziehungsweise, als wir nicht da waren die Jahre, war der ja auch nicht geschützt, der war noch viel kleiner. Und irgendwie ist er
in jedem Jahr neu zu leben erweckt. Ja, also wir lassen es erstmal so, wie es ist. Ich glaube, hier sind auch viele, viele so Sachen drin, die dafür sorgen, dass vielleicht doch auch Sauerstoff reinkommt. Also wenn jetzt diese Pflänzchen zum Beispiel, das ist ja auch wie ein Strohhalm wirkt das ja, würde ich jetzt zumindest denken. Dann habe ich ja hier aufgefüllt, das Hochbeet, wo die Physalis drin waren und sich auch wirklich viele Physalis wahrscheinlich selbst ausgesät haben. Und da gab es auch die unterschiedlichsten Meinungen. Da schrieben einige sowas von, die selbst ausgesäten Physalis würden es nicht schaffen, auszureifen, weil man sie ja also im Optimalfall zieht man Physalis im Haus vor, weil die so eine lange Vegetationsperiode haben. Wie sagt man? Naja, sie brauchen auf jeden Fall lange, bis sie reif sind. Haben wir ja auch gemerkt. Dennoch, muss ich ganz ehrlich sagen, gab es auch Kommentare, wo es dann hieß, dass die Physalis, die sich selbst ausgesät haben, immer gut aufgeholt haben bei den Menschen, die von ihren Erfahrungen dort gesprochen haben. Und ich muss auch sagen, Tomatillos, die sich hier selbst ausgesät haben, ja, die Tomatillos wurden in diesem Jahr nicht so richtig. Aber das hatte nichts mit der Reife zu tun, sondern einfach, weil die Pflanzen irgendwie krank waren. Also, Leute, wir sind gespannt und wir haben ja hier an diversen Orten jetzt welche ausgesät. Ich bin gespannt, was daraus wird. Und auch zum Bokashi, den ich hier auf unserem ehemaligen Kürbis-Bohnen-Ranggerüst, nicht auf dem Gerüst, aber auf dem Beet ausgegeben habe, gab es Kommentare, wie das es Verschwendung wäre, den Bokashi jetzt aufzugeben. Frage, warum? Ja, weil die ganzen Nährstoffe jetzt wegspülen würden. Frage, wohin? Ja, zur Nachbarin. Könnte passieren, glaube ich aber nicht. Und so tief kann das, glaube ich, auch in den Boden gar nicht reingespült werden, dass es uns nichts bringt. Also, es gibt, glaube ich, verschiedene Vorgehensweisen, was den Bokashi angeht. Ich habe die hier gewählt. Hat letztes Jahr bei dem Einbeet hier drüben auch ganz gut funktioniert eigentlich. Aber wie gesagt, es gibt verschiedene Art und Weisen und auch verschiedene Düngemittel, das aufzudüngen, Kompostmethoden. Ja, was macht ihr, um euren Boden aufzubessern? Benutzt ihr Pferdeäpfel, Bokashi, eine Kombination aus allem, Kohle? Schreibt es gerne in die Kommentare, denn auch wir müssen Anfang des Jahres noch mehr tun. Das hier reicht nämlich nicht aus. Das sieht ja witzig aus. Das hier ist eine Sonnenblume, beziehungsweise der Stiel davon. Ach, und das ist Wasser. Und das Wasser hat diesen Stiel jetzt gesprengt. Sehr interessant. Also, wenn das hier taut, wird diese Sonnenblume, würde ich mal ganz klar sagen, umkippen. Ganz spannend. Ah, und hier in der Luke, da habe ich doch Sachen zum Überwintern runtergegeben und ich habe die Temperatur mal gescheckt mit diesem Bluetooth-Thermometer, was ich da habe. Ich brauche doch gar nicht runtergehen, kann ja hier oben stehen. Vielleicht kann ich so ein Screen-Recording mal machen und euch das einblenden. Da sieht man, wie sich die Temperatur der letzten Woche hier entwickelt hat und wir sind immer weit im Plusbereich gewesen. Also von daher kein schlechter Ort zum Überwintern, solange kein Licht notwendig ist. Ach, schaut mal. Und unsere Vogeltränke ist derzeit eher so ein Vogeleisladen. Sieht ein bisschen witzig aus. Ja, und wenn wir so ein bisschen Resümee ziehen wollen von diesem Jahr, ich finde, dieses Ranggerüst war eine richtig, richtig tolle Idee. Man muss dazu sagen, dass die Zucchini, die darunter gewachsen sind, irgendwie nicht so richtig gut kamen. Aber wir hatten mit einigen Pflanzen sondern in diesem Jahr so ein paar Probleme. Aber die Bohnen haben sich da richtig wohl gefühlt und mal gucken, was wir nächstes Jahr machen. Da hatten wir ja schon die Idee von so mexikanischen Minigurken. Saatgut ist auf jeden Fall schon da. Das kann schon was werden. Was wir auch ausprobiert haben in diesem Jahr, war ja so der Vergleich zwischen ebenerdigen Beet, also Pflanzen wie Palmkohl, Rosenkohl im Vergleich mit dem Hochbeet da hinten. Und da muss man sagen, ganz klar, das Hochbeet hat die Nase vorn. Ist keine Überraschung, glaube ich, also für niemanden irgendwie. Aber das Hochbeet, da ging das alles viel, viel schneller. Auch wenn jetzt der Rosenkohl hier genauso groß ist, ging das da drüben schon viel, viel schneller. Und wir hatten beispielsweise da Auberginenpflanzen drin, die haben
so richtig Supermarkt, große Bio-Auberginen. Ich glaube, es waren 6 oder 7 Stück zum Schluss. Dieses Hochbeet ist wirklich eins meiner Liebsten, muss ich zugeben. Was traurig aussieht, auch wenn ich es auch sehr liebe, ist halt dieses kleine Hochbeet hier, vor allem der Mangold, weil immer wieder die großen Blätter dann so wegfrieren, kaputt gehen. Dann kommt immer was Neues nach, aber es ist gar nicht genug Zeit, damit es wieder so groß wird, dass wir das ernten können. Vielleicht ja auch im Frühjahr dann ziemlich früh. Ich bin sehr gespannt darauf, sowieso aufs Frühjahr. Das war's für diese Woche aus unserem Kleingarten. Wieder mal wenig gemacht, aber ein bisschen erzählt, wie es teilweise dieses Jahr so war. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Jahr, zu unserem Kleingarten, ab in die Kommentare damit. Wir stehen euch Rede und Antwort. Bis zum Ende des Jahres ist ja nicht mehr weit und vielleicht gibt es da auch mal wieder eine Sonderfolge. Und wenn ihr, wie gesagt, Lust habt auf bisschen grünen Content von Teneriffa, sagt auch Bescheid. Ich wünsche euch erstmal alles Gute, startet gut in die neue Woche. Tschüssi.